Hallöchen, Leute. Eigentlich hat das Video schon fertig, aber mit Echo hört sich das scheiße an. Ihr seht jetzt hier meine Wunschliste. Und ich habe ein Anliegen an euch. Komme ich gleich zu. Ich habe hier einen Teil drauf. Das ist ein SCART-to-HDMI-Konverter-Geschichte mit, sagt er hier, SCART-CVBS, also Komposit. Ich schätze mal, dass der auch S-Video kann. Ich mache mal so, dass er auch S-Video kann. Gehe ich mal von aus. Das Ding würde ich mir nächsten Monat kaufen. Allerdings habe ich ein Anliegen, denn das ist auf meiner Wunschliste. Die ist öffentlich, die könnt ihr sehen. Das könnt ihr mir auch kaufen. Da wäre ich euch ja recht dankbar drüber, wenn ihr das macht. Ich hatte aber ein anderes Teil drauf, und zwar das, was ich schon mal hatte. Und das steht hier unter gekauft und hinzugefügt am 3. Oktober. Und das ist dieses Teil hier. Das steht unter gekauft. Ich habe das gekauft zuletzt am 29. Dezember 2021. Und das ist mir nämlich kaputt gegangen. Und nein, das kriege ich nicht repariert. Um das zu reparieren, müsste ich genauso viel oder mehr Geld ausgeben, als das Ding neu zu kaufen. Das hatte ich auf meiner Wunschliste. Das muss wohl einer von euch gekauft haben. Oder zumindest versucht haben. Ich weiß nicht, wie das hier funktioniert mit den Listen, wenn das einer versucht zu kaufen. Und das wieder abbricht, ob das dann auf die Gekaufliste rutscht. Denn ich sehe das schon hier seit einer Woche, beziehungsweise seit Freitag, Samstag, Sonntag rum, keine Ahnung, als gekauft. Bis jetzt ist hier nichts angekommen. Ich habe auch die Klingel aus verschiedenen Gründen. Die habe ich nur an, wenn ich Sachen erwarte. Die Nachbarn haben auch nichts bekommen. Im Briefkasten kommt nichts an. Hier steht Versand durch Amazon. Und ich kriege, wenn ich was mit DHL kriege, ohne mit Hermes, kriege ich zumindest eine E-Mail, dass da irgendwo was ist. Aber bei Amazon kriege ich gar nichts. Derjenige, der das Ding gekauft hat, muss wohl irgendwie eine Sendungsstatusgeschichte haben, die nur er sehen kann. Ich sehe davon gar nichts. Ich würde denjenigen drum bitten, der das Ding gekauft hat und das Ding sollte hier ankommen oder wartet irgendwo auf Abholung, was mir jetzt Bescheid zu geben, damit ich das auch holen kann, weil ich sehe nicht, wo das Ding ist oder wann das kommt, keine Ahnung. Oder wenn das jemand versucht hat zu kaufen und wieder abgebrochen hat, mir dann auch mal bitte Bescheid zu geben, dann schiebe ich das nämlich wieder zurück auf die Liste, auf die Aktivliste. Weil entweder ich kaufe das Teil, weil das hat Komposit und S-Video, oder ich kaufe das andere Teil. Das kostet nur einen knappen Zehner mehr. Was RGB und zumindest Komposit hat, soll es haben. Ich kann das Ding kaufen, austesten, wenn es mir nicht gefällt, kann ich es ja so wieder zurückschicken innerhalb von 30 Tagen. Wenn es nicht das tut, was ich erwarte, dass es das tut. Weil es ist sehr schwer, da Infos rauszukriegen. Weil viele mit diesem SCART zu HDMI einfach nur schreiben SCART zu HDMI. Da steht aber nicht, ist das wirklich RGB oder ist das nur Komposit oder ist das noch was anderes. Das ist sehr schwer. Das ist der einzige, wo ich was gefunden habe, wo hier wirklich steht SCART, also RGB und zumindest Komposit. Bei den anderen steht immer nur irgendwie SCART-to-HDMI für Xbox, für sonstige Geräte geeignet oder DVD-Player oder sonst was oder VCR oder sowas. Aber dann sind das einfach nur Komposit zu HDMI, weil auf dem SCART-Stecker ist Komposit, da ist RGB drauf und da kann man auch S-Video drüber schicken. Da sind drei Signale, die man darüber schicken kann. Und das ist meistens nicht angegeben, was genau das Ding unterstützt. Aber hier schätze ich mal, das tut das, was es soll, was angegeben ist. Also SCART, ich meine, ich habe hier auch irgendwo gelesen, dass es RGB hatte und Komposit, HDMI, Koaxialkanäle angeschlossen werden, wieder ein hochpensiges Audio-Video, der hier RGB und CVBS-Unterstützung. Das steht bei ganz, ganz vielen Sachen nicht bei, dass das RGB und oder wie auch immer ist. Das ist also, glaube ich, das Einzige, was ich jetzt gefunden habe, wo RGB mit bei steht. Es gibt natürlich noch andere Sachen mit RGB, die sind aber deutlich teurer und die brauche ich nicht. Die können dann aber auch nur
RGB und nichts anderes. Also würde ich denjenigen bitten, der das Ding gekauft hat oder zumindest versucht hat zu kaufen, mir mal Bescheid zu geben. Ich bin dir nicht böse. Ich weiß, dass das vielleicht eine Überraschung werden sollte. Wenn das gekauft wurde und hier noch ankommt, bin ich demjenigen auch sehr, sehr dankbar, das getan zu haben. Nur wenn das hier nie ankommt, dann werde ich das Ding kaufen. Wenn das andere Ding noch ankommen sollte, brauche ich das ja noch nicht kaufen. Dann kann ich das erstmal beiseite schieben. Dann habe ich erstmal den anderen. Dann schiebe ich das beiseite und kümmere mich lieber darum, dass ich für den C64 eine Maus bekomme. Weil ich kann nicht so viel Geld ausgeben. Schon wieder nicht. Ich habe schon wieder so viel zu bezahlen. Leider. Eigentlich habe ich noch so viele Projekte hier, die ich machen wollte, aber da fehlt mir das Geld. Das wird erst nächstes Jahr was. Gut, mehr wollte ich nicht von euch. Also noch einmal, derjenige, der das Ding hier gekauft hat, bitte melde dich. Melde dich mal bei mir. Kannst du per E-Mail machen, findest du in der Kanalinfo. Oder schreibst du unter das Video hier einfach drunter. Ist mir egal, wie du es machst. Wäre schön. Vielen Dank. Tschüssi.